Hallo an alle und willkommen zu einer neuen Gold Camo Challenge hier in Modern Warfare. Heute mit der FAL oder FAL, wie auch immer man es aussprechen will. Wir spielen natürlich wieder Hardcore Domination und zwar auf der Map Rust. Ich brauche noch... Oh shit. Immer von hinten irgendwo, ich weiß aber nicht von wo. Ah, da. Ich brauche noch 6 Kills. Hört sich erstmal wenig an, aber ich glaube, das könnte eine Weile dauern. Hä, wieso treffe ich jetzt nicht? Komm schon. Ja, 6 Kills ohne Attachments. Okay, einer ist safe. Zumindest einen schon mal. 2. Ach, Mann. Ja, in der FAL haben wir natürlich nur einen Schuss hier. Das heißt... Wir müssen schön die Taste hier spammen. Die linke Maustaste. Der liegt da einfach rum und keiner merkt's, geil. Oder ich merk's zumindest nicht. Och man, da oben sitzt schon wieder einer, das gibt's doch nicht. Das hasse ich halt an Rust einfach. Dass man da hoch kann. Okay, den hab ich gar nicht gesehen. Okay, geht schneller als ich dachte eigentlich, tatsächlich. Lebt er noch? Den habe ich gesehen. Hauen wir da mal mit dem Raketenwerfer rein. Hat nichts gebracht, geil. Gut, C haben wir. Da sitzt einer natürlich wieder. Hä? Ich brauche nur 4 Kills. What the fuck? Nur 5 Kills. Ich habe vorhin extra noch geschaut, also, oder was heißt vorhin, gerade eben eigentlich, dass ich 6 Kills brauche. What the fuck? Okay. Komisch. Anscheinend klappt das irgendwie mit dem Zählen nicht so bei denen. Ich weiß nicht. Gut, wir haben aber anscheinend Gold schon freigeschaltet. Als ob ich dich treffe. Komm schon. What the fuck, was ist los? Ich treffe den nicht. Geil. Okay. Ja, dass das so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber gut. Dann würde ich sagen, ah, der liegt auf dem Boden. Schauen wir uns die doch mal in Gold an. Liegt der immer noch da? Ja, der lag immer noch da. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber mal auf gut Glück geschossen. Gut, ja, wie gesagt, dann schauen wir uns die Waffe mal mit der Gold-Camo an. Gut, die Reptile-Tarnung haben wir anscheinend freigeschaltet. Das heißt, Gold haben wir, stand ja auch ganz groß fett auf unserem Bildschirm. Jawohl, und der Lauf ist wieder vorne schwarz und hinten der... Griff und, wie heißt denn? Bin ich jetzt ganz dumm? Stock, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Geil, stark, auf jeden Fall, Stock ist auch schwarz. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Natürlich packen wir wieder mein Setup hier drauf. Wobei ich das natürlich nicht oft spiele, weil ich anscheinend die Fall nicht so oft spiele. In Warzone soll sie anscheinend ganz gut sein, aber Warzone habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ja, also ich habe natürlich wieder den Monolithic Suppressor drauf, wie eigentlich gefühlt auf jeder Waffe. Dann Kommando Foregrip und Stippled Grip Tape. Dann den XRK Marksman Lauf. Der gibt uns ein bisschen mehr Damage Range, mehr Geschwindigkeit von unseren Projektilen und weniger Rückstoß. Und dann noch das GI Mini Reflex, aber natürlich könnt ihr hier drauf machen, was ihr wollt. Ich habe auch oft das Thermalscope verwendet, um die Longshots hinzubekommen. Das fand ich, ging mit dem Thermalscope ziemlich gut, aber GI Mini Reflex ist so für normale, einfach Kills machen, am besten natürlich, also für mich zumindest. Dann packen wir natürlich wieder die Gold Camo hier drauf. Okay, das ist jetzt natürlich belastend, das heißt, weil ich hier einen anderen Skin sozusagen drunter habe. Das heißt, das muss ich jetzt natürlich kurz ändern, indem ich hier kurz eine andere Waffe nehme, die hier. Dann Gold drauf packen. Und die Attachments, Monolithic Suppressor, XRK Marksman, Commando Foregrip, Stippled Grip Tape
Und TI Mini Reflex, perfekt. Gut, das Magazin ist leider wieder nicht in der Tarnung mit inbegriffen, schade. Das wäre vielleicht auch noch ganz cool. Aber Gold sieht natürlich trotzdem wieder ganz gut aus. Und deshalb springen wir, würde ich sagen, in die nächste Runde rein. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Runde. Gut, ich bin wieder in einer Runde drin. Lustigerweise wieder auf Rust. Wieso auch immer. Normalerweise wechseln die Waffen ja immer... Die Waffeln, was? Die Maps eigentlich immer noch ganz gut durch. Aber anscheinend... Ist Rust anscheinend gerade ganz angesagt. Wir haben jetzt natürlich die Goldtarnung hier drauf und ich werde also hier erstmal komplett weggesprengt. Ist ja hier gerade komplettes Chaos. Was geht hier ab? Aber natürlich sieht die Goldtarnung wieder richtig gut aus. Ich habe... Och Mann, dich wollte ich gerade wegmachen. Glänzt richtig schön in der Sonne. Drei Kills. Jetzt nicht sterben. Doch leuchtet wieder richtig, richtig gut. Oh shit, von hinten wurde ich wieder weggemacht. Wir haben irgendwie anscheinend noch gar keinen Punkt hier eingenommen. Nehme ich mal C kurz ein. Jawohl! Semtex Kill. Da hinten gammelt aber immer noch einer rum. Ja, wie gesagt, die Waffe hier ist jetzt keine, die ich wirklich oft spiele, weil sie eben... Weil man immer nach... Weil sie keine vollautomatische Waffe ist, weil man jeden Schuss einzeln abfeuern muss. Double Kill! Wo war der? Was hast du hinten im Eck? Der läuft einfach an mir vorbei, geil. Nein! Jetzt bekomme ich den da hinten nicht. Okay, der sitzt saß doch da oben drin. Mann. Dann hole ich den. Och Mann. Jetzt habe ich es gerade nicht gecheckt, dass das ein Gegner war. Gut, aber ja. Damit haben wir wieder eine weitere Waffe auf Gold. Es fehlen natürlich immer weniger. Vor allem hier in der Assault Rifle Klasse. Da sollten wir dann bald Platin haben. Hauen wir da auch mal einen Raketenwerfer rein. Okay, es hat nichts gebracht. Das haben wir aber. Gut, ja. Wenn es euch gefallen hat wieder, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich freuen. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Haut rein. Und ciao.